Mitten in der Landschaft. Ich fuhr die Landstraße entlang, dachte noch, wow, ist das hier weit? Sehe ich plötzlich diesen Turm. Und der ist älter. Tatsächlich älter. Da oben wächst, glaube ich, ein Holunder raus. Ein Holunder. Ja, das Traurige ist nur, da kommt man nicht rein. Hier wachsen die Holderbüsche auch drumrum. Wunderschön. Und jemand hat die sogar gerade geschnitten. Das wird gepflegt. Also irgendjemand mag diese Holderbüsche da drumrum. Ja, aber da hat es wie so eine Art Schießscharte. Hier ging möglicherweise mal eine Treppe hoch. Das sind irgendwie so herausstehende Steine, dass man dann da oben reinkam. Das da ist übrigens kein rostiges Metallding, das ist ein sehr dunkelroter Sandstein als Sturz. Was da wohl früher mal für ein Häubchen drauf war, das würde mich natürlich auch interessieren, wie der mal ursprünglich ausgesehen hat. Ja, und hier unten ist wahrscheinlich war das kein Eingang. Es ist halt zugemauert. Das ist schon schade. Und da unten geht's nicht wirklich rein. Da ist nur, da fehlt ein Stein. Ja, und auch hier haben wir wieder diese Vor. Ja, da ging mal irgendwie eine Treppe hoch. Ja. Da oben guckt der Holder raus. Der Frau Holleturm sozusagen. Umgeben mit von Holderbüschen. Schießscharten hat's ja. Sieht tatsächlich aus wie ein Wehrturm. Er hat gar keine richtigen Fensterchen, sondern eher so Schießscharten. Schade, schade, da kommt keiner rein, außer ohne Leiter. Ja, ich sollte vielleicht irgendwie eine 5-Meter-Leiter oder sowas in den Bus machen, so eine zusammenfaltbare oder an den Bus. Dann könnte man da jetzt rein. Ja. Schönes Denkmal, schöner Ort. Hier ist es ganz still. Hier ist kein Geräusch. Keine Straße. Endlos weite Landschaft. Endlos weit. Wahnsinn, oder? Naja, es war ein kleines Abenteuer. Besser klein als kein. So, macht's gut und bleibt dran. Bis zum nächsten Abenteuer. Ich fahre hier extra kompliziert über Land. Und halte die Augen auf. Ja, da passiert ja schon mal was, ne?